Erste Liebe, letzter Tanz heißt dieses Album und die Band, so wie der Typ da vorne mit dieser krassen Stimme, heißt Felix Meyer. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg und mein Gast Felix Meyer, ich grüße dich. Hallo, schön, dass wir uns endlich mal treffen. Ja, finde ich auch. Ich habe dich jetzt ganz oft im Fernsehen gesehen und also sämtliche Sender, das Wunder. 15 Jahre auf der Straße und jetzt entdeckt und als wäre es verloren gegangen und sonst was. Ich finde das total spannend, aber nachdem ja alle das schon kennen, würde ich mich eher zurückbegeben wollen und erstmal über die 15 Jahre mit dir reden, wenn es dir recht ist. Sehr gerne, ja. Straßenmusik. Mhm. Wie kommt man dazu? Ganz ehrlich, indem man unterwegs sein will und reisen will. Das war ausschlaggebend. Wir wollten verreisen und hatten kurz nach der Schulzeit aber überhaupt keine Kohle dafür. Und dann sind wir eben ohne Kohle gereist. Und das hat funktioniert. Wir hatten eine Gitarre dabei und wir hatten zwei Stimmen dabei. Und das hat ausgereicht. Damit konnten wir Autos voll tanken, gut essen gehen und das mehr sollte es zu der Zeit auch nicht sein. Ist es etwas, was einen treibt, rumzureißen, oder ist es irgendwas, was einen zieht? Zieht. Ich bin für ziehen. Ja? Ja. Also es zieht einen irgendwo hin. Irgendwo, wo man noch nicht weiß, was okay, da das ist. Okay, das ist so ein Sog. Genau. Wenn du es beschreiben müsstest. Naja, Fernweh klingt so ein bisschen abgedroschen, ne? Aber es ist natürlich schon so, nach der Schulzeit, die eigene Welt kennt man inzwischen und fragt sich, was denn da draußen noch so alles lauern könnte und das möchte man dann kennenlernen. Ich bin bevor wir mit der Straßenmusik angefangen haben, sind wir in der Gruppe, in der ich mich damals bewegt habe, alle viel getrampt, durch Europa gereist und irgendwann kam dann halt noch die Musik dazu, beziehungsweise war auch immer schon dabei und wir wollten halt uns aufhalten in Ländern, in denen wir nicht zu Hause waren. Und das war irgendwie wichtig, dass wir da losmachen können. Und möglichst so, dass es sich nicht wie ein Touristenleben anfühlt. Also schon gerne als Teil dessen, wo man dann ist. Es ist bestimmt auch ein bisschen Illusion. Aber es funktioniert. Also ich erinnere mich an einen Karneval in Venedig zum Beispiel, wo wir halt als Band waren und dadurch auch ganz anders, dadurch, dass wir da auch mit Touristen gearbeitet haben sozusagen, wurden wir auch von den Italienern und von den Venezianern natürlich ganz anders wahrgenommen und waren eben nicht die doofen Touris, denen man vielleicht noch 50 Euro aus der Tasche ziehen kann, sondern irgendwie gehörten wir mehr dazu. Ich frage mich, also das hört sich spannend an für mich. Das ist Leben, da gibt es was zu erzählen, da gibt es Geschichten. Warum schaltet man den Fernseher ein und die Moderatoren dort sagen, endlich jetzt, wo ein Major-Label da ist, beginnt das Leben, beginnt die Geschichte? Ja, das ist natürlich Quatsch. Also die Geschichte hat vorher begonnen und sie hat auch schon vorher wahrscheinlich genauso funktioniert. Also ich glaube, dass das, was die Leute in uns gesehen haben, und so funktioniert ja Showbusiness, dass Leute was in einen rein interpretieren. Und Showbusiness fängt natürlich auch schon als kleine Straßenband an, wo 50 Leute drumherum stehen. Das muss kein Millionenpublikum sein, damit es die Wirkung hat. Und insofern hat der Weg nicht da angefangen, wo das Major-Label dazugekommen ist, sondern der Weg ist einfach unser und der ist echt und der ist authentisch und insofern funktionierte das von Anfang an für uns gut. Also ich habe mir wirklich das Album ganz oft angehört. Ich finde es irre und ich habe mich permanent nur eines gefragt, warum die Texte so extrem tiefgründig und warum alles so extrem melancholisch? Was geht in einem Menschen vor, der so eine Musik hat? Also ich glaube, dass ich
glücklich genug bin, um so melancholische Musik machen zu können. Und ich glaube, dass Melancholie eine ganz wichtige Farbe im Leben ist und gerade, ich glaube, Musik ist immer melancholisch, oder? Auch wenn sie vordergründig sehr fröhlich ist, es sind doch immer irgendwie Geschichten aus dem Leben und dadurch ist es auch immer, schwingt auch immer eine gewisse Melancholie mit. Also ich glaube, wenn man das hört, ist es vielleicht sogar noch melancholischer, als wenn man dann eine Band dazu sieht. Also eine Band taucht irgendwo auf, stellt sich hin, macht Musik. Ob es jetzt auf einer Bühne ist, ob es auf der Straße ist, ist ja erstmal eigentlich egal. Das bringt schon so viel Leben im positiven Sinne mit sich, dass der Rest dann auch ruhig ein bisschen tiefgründig und melancholisch sein kann. Und ich finde halt auch gerade in dem Bereich, in dem wir uns jetzt mit unseren eigenen Songs bewegen, der ist schon stark eingefärbt durch die immer gleichen Geschichten irgendwie. Es ist ein Themenspektrum, was sich nicht besonders weit öffnet einfach. Was komischerweise kein anderes Medium legt sich so sehr fest auf eine Art von Geschichtenerzählung irgendwie. Also im Kino werden alle Geschichten erzählt. Da wird von Liebe, Tod und Teufel erzählt. Im Theater ist es genauso, überall ist es eigentlich so. Nur die Musik beschränkt sich doch auffallend viel auf dieses "Sie hat mich verlassen" oder "Ich bin so verliebt, es ist so schön". Und darüber hinaus kommt, es gibt natürlich Ausnahmen und tolle Ausnahmen, aber im Pop-Bereich, so richtig, wo richtig Geld verdient wird auch, da ist es doch eher selten, ein bisschen hintergründigere Geschichten zu finden. Liegt es eher an der Nachfrage oder liegt es an... Ich glaube ja. An den Leuten, die das aber Angebot machen. Aber das ist die Frage nach der Henne und dem Ei. Wo fängt das an? Warum machen die Leute das nicht? Ich weiß es auch nicht. Es liegt bestimmt auch an der Nachfrage, also dass man das auf jeden Fall immer gut verkaufen kann. Aber ja, das ist die Frage, warum ist unser öffentlich-rechtliches Fernsehen inzwischen nicht mehr so gut, wie es sein müsste, obwohl wir alle dafür bezahlen und doch eigentlich alle, die ich kenne, auf jeden Fall gerne besseres Fernsehen gucken würden, wenn sie Fernsehen gucken wollen. Also das ist in der Popmusik, glaube ich, auch. Also es gibt natürlich das große Publikum und vielleicht auch das, was dann zu den Konzerten geht und die Platten kauft, ist vielleicht ein Publikum, was es gerne ein bisschen einfacher hat. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es zu so einer Konsequenz ausreicht, dass man nur noch sowas hat irgendwie, dass man nur noch sowas an den Markt bringt sozusagen. Wenn du hast dein Publikum, oder ihr habt euer Publikum, wenn ihr von Stadt zu Stadt geht. Ja. Haben das so mitgenommen, ja. Was ist das Beeindruckendste eigentlich, wenn ihr da Musik macht und das Publikum steht da vorne? Na, das Beeindruckendste ist natürlich, also gerade wenn wir auf der Straße spielen, ist das Beeindruckendste, dass man Leute sieht, in der Entwicklung sieht. Die kommen da an und wollen eigentlich gerade was ganz anderes. Wir stehen in irgendwelchen Einkaufsstraßen rum, also ja immer im Zentrum der Städte irgendwie. Und die Leute hatten eigentlich was vor. Sie wollten zum Arzt, sie wollten einkaufen gehen, sie mussten noch ganz dringend dies und jenes. Und plötzlich müssen sie das nicht mehr. Plötzlich entdecken sie einen Moment der Muße und bleiben stehen und hören sich das Ganze in Ruhe an und denken vielleicht bei den ersten Liedern noch, sag jetzt aber los. Aber wenn sie so zwei, drei Lieder gehört haben, dann bleiben sie eigentlich meistens auch bis zum Schluss. Also es ist nicht so, wir haben nicht so eine hohe Fluktuation, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte in der Straße, weil das ein sehr hektischer Ort ist, sondern wir schaffen das eigentlich fast immer, da so einen Ruhepol herzustellen, wo die Leute plötzlich inmitten dieses ganzen Trubels ganz ruhig werden und sich dann irgendwann einlassen können auf ein ganz leises Lied, wo man eine Stecknadel fallen hören könnte. Das, ich glaube, du hast gerade den Begriff genannt, wenn du jahrelang trampst, durch ganz Europa fährst, wenn du Straßenmusik machst, du lernst ja tausende Menschen kennen. Und die lernen dich kennen, dieses Aufeinander einlassen. Ja. Also
du bist jetzt in der Branche tätig, erfolgreich, wo es viele Diven gibt, wo das Geschäft regiert und alles. Was ist Einlassen noch für einen Wert? Also wird der gelebt? Was bedeutet das für dich? Ich glaube, der spielt im Alltag der Leute seltener eine Rolle, als sie das vielleicht gerne hätten. Aber ich glaube, wenn sie merken, dass sie sich auf was einlassen können und dass sich womöglich die Person, auf die sie sich einlassen möchten, sich auch auf sie einlassen kann, dann merken sie, wie gut ihnen das tut. Und man selber merkt natürlich auch, wie gut es einem tut, als geschundene Künstlerseele. dass die Leute das hören wollen. Ich weiß nicht, ob du den Film über Frau Abramovic gesehen hast. The Artist is Present, wo sie im Museum of Modern Art in New York 3 Monate lang als Teil der Ausstellung in einem Raum gesessen hat und die Leute konnten sich ihr gegenüber setzen und sie einfach nur angucken. Sie hat die Leute einfach nur angeguckt. Und es waren bewegende, höchst bewegende Momente, obwohl da auf den ersten Blick nichts passiert ist. Die saßen sich gegenüber, die Zuschauer kamen da rein und da war ein Platz ihr gegenüber frei. Und die haben sich da hingesetzt und die beiden haben sich angeguckt. Und die Leute haben teilweise angefangen zu weinen. Einfach nur, weil sie jemand mit voller Konzentration anguckt. Das fand ich sehr spannend und das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Thema. Zeiten großer Worte. Ja. Sind vorbei. Es ist so ein bisschen Wunschdenken vielleicht. Ja. Also es wäre natürlich schön. Aber ist das nicht so, wenn man da sitzt, sich drauf einlässt und... Oder wie deute ich das jetzt falsch? Es ist natürlich auch wieder ein bisschen widersinnig, weil wenn sich ein Typ in die Straße stellt und aus voller Kehle in die Straße ruft, Zeiten großer Worte sind vorbei, dann sind das natürlich auch schon wieder relativ große Worte. Also man muss sich natürlich die Frage stellen, welche großen Worte sind gemeint. Ich dachte natürlich schon in erster Linie an Politikerworte, an diese ganzen Superlativ-Worte, die wir benutzen und mit denen wir uns so ganz selbstverständlich umgeben, an Fernsehsendungen, wo jeder will ja eigentlich sowas machen wie wir, nur halt in mega erfolgreich irgendwie, Superstars und diese ganzen Begriffe, mit denen ist man ja täglich konfrontiert eigentlich. Und an diese großen Worte dachte ich. Dass die jetzt schon vorbei sind, kann man wirklich nicht sagen. Eigentlich sind wir noch mittendrin in diesen Superlativen. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl und auch die Hoffnung, dass die Menschen das so ein bisschen überhaben, ja. So langsam. Und ich glaube, das wird kommen. Also man merkt, dass es jetzt in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, in der Musik, gibt es auf jeden Fall wieder einen Drang hin zu Bands, denen man abnimmt, dass sie ihre Musik selber machen, dass sie ihre Texte selber schreiben, dass sie wirklich das, was sie darstellen, nicht darstellen, sondern dass sie es leben, dass sie authentisch sind. Und wie das so oft ist, werden wir das womöglich als Welle aus Amerika auch mitbekommen, aber in Amerika ist es definitiv schon so, dass es wieder ganz viel Folk-Musik gibt, also das, was bei uns leider Volksmusik heißt, was aber eigentlich genau das ist, was wir machen. Also ich stand ganz oft in der Straße und dachte, ja, das müsste eigentlich Volksmusik heißen. Du bist gar nicht Künstler, du bist Volksmusiker. Ja, ich bin Volksmusiker und wusstest du, hättest du auch nicht gedacht, dass du hier heute mit Volksmusikanten sitzt. Ne? Nee, aber tatsächlich, das müsste eigentlich Volksmusik sein, weißt du, da stehen Professoren, da stehen Bauarbeiter im Blaumann, da steht die türkische Großfamilie, da steht eine 80-jährige Oma, die vielleicht lieber sitzen würde, aber sie steht da, und weil sie es einfach sich angucken muss. Und aus jeder gesellschaftlichen Schicht erreicht diese Musik Leute. Und das ist eigentlich Volksmusik im Gegensatz zu dem, was uns als Volksmusik verkauft wird, was ja wirklich nur eine angeblich immer größer werdende Schicht von Menschen erreicht, aber ja bestimmt nicht so ein breites Spektrum wie ganz viel andere Musik. Ja.
Das waren die 15 Jahre. Was passiert so in den nächsten 15 Jahren? In den nächsten 15 Jahren? Naja, wir haben ja am Ende dieser 15 Jahre dann ein Angebot bekommen, was wir nicht ausschlagen konnten. Das hat natürlich auch irgendwo was mit der Industrie zu tun, die dahinter steckt, die uns gesagt hat, das, was ihr da macht, ist toll, wollt ihr nicht mal was selber schreiben? Und das hat mich dazu veranlasst, mal konsequent zu sagen, ja, probiere ich mal aus, mal gucken, was da kommt. Ich habe schon immer viel geschrieben und in solche Richtungen gedacht und auch solche Bilder gemacht. Ich bin ja eigentlich Fotograf, habe Fotografie studiert und habe mich vorher halt wirklich konkret mit Bildern beschäftigt und diese Bilder jetzt versucht dann in Texte zu fassen. Mehr, also so die Sachen, die mir als Fotograf aufgefallen sind und die ich irgendwie spannend und anziehend fand, die habe ich jetzt dann plötzlich mehr versucht in Musik umzuwandeln. Und insofern bin ich da auch noch relativ am Anfang. Also ich merke, wie sich dieses Schreiben und dieses für Musik schreiben in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich habe mich mit dem ersten Album erstmal an Themen abgearbeitet, die so ganz klar, die lagen auf der Hand, die mussten erstmal gemacht werden. Und jetzt entwickelt sich das so dahin, dass das Schreiben auch was Selbstverständlicheres bekommt, dass nicht, vielleicht nicht die ganze Riesen-Message in einem Refrain drin sein muss, sondern dass man sich auch ein bisschen, dass man auch mal Lücken lassen kann. Und insofern bin ich gespannt auf die nächsten 15 Jahre, weil sie, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten bieten werden, diese Musik weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wieder als Fotograf unterwegs zu sein, zum Beispiel. Also es ist, ich bin gespannt, ich weiß es nicht, ich bin da nicht festgelegt. Also wer singt, will ja gehört werden, will Aufmerksamkeit. Wenn du eine Message hättest, wo du sagst, das sollten 7 Milliarden Menschen dringend hören. Was wäre das? Was wäre das? Ich glaube, das Wichtigste, ich weiß nicht, ob dir das gefällt, aber das Wichtigste ist mir, glaube ich, keine Wahrheit verkaufen zu wollen. Ich finde es ganz schlimm, wenn sich Leute hinstellen und sagen, so ist es. Und das ist mir ganz wichtig, immer diese Zwiespältigkeit, die sich ja durch jedes Leben eigentlich zieht, ne? Natürlich legt man sich irgendwann mal auf Sachen fest und sagt, das ist für mich der richtige Weg irgendwie. Aber kann das ein erfolgreiches Produkt sein? Facettenreichtum oder Vielfalt oder der Zweifel? Ich hoffe es. Nein, erfolgreich ist ja auch relativ. Für mich ist es sehr erfolgreich, weil ich kann von dem, was ich mache, leben. Und viel mehr muss es für mich auch nicht sein. Natürlich würde ich es mir leichter machen, wenn ich mich festlegen würde, wenn ich sagen würde, so ist die Welt, die ist grün. Und alles, was wir jetzt machen, muss darauf abzielen, dass alles grün wird. Nichts gegen grün. Ganz bestimmt nicht. Das wäre tendenziell auch mein Ansatz. Aber ich finde es eben auch wichtig oder vor allem wichtig zu sagen, das ist ein Ansatz, so, aber man kann es auch immer von der genau anderen Seite betrachten. Und ja, ich bin sehr für Facettenreichtum zu haben, auf jeden Fall. Ja. Ob das jetzt Erfolg, den meisten größtmöglichen Erfolg bringt, ist, glaube ich, auch Definitionssache. Ja, alles andere wäre auch nur eine feste Wahrheit. So ja, genau. Also, wo findet man deine Tourdaten, wenn man wissen will, wann du wo auftauchst? Also die Straßendaten veröffentlichen wir nicht mehr, weil da zu oft irgendwelche Sachen dazwischen kommen. Ob jetzt Ordnungsamt oder Regen, das ist von Mal zu Mal unterschiedlich. Meistens funktioniert es auch, aber wir haben irgendwann aufgehört, das zu veröffentlichen. Die Tourdaten findet man auf unserer Website, felixmeier.eu. Und das sind dann aber Konzerte. Also das sind dann Konzerte in Hallen. Und auf eurer Website findet man die auch. Ja, werde ich auch gleich ankündigen. Aber, wie immer, kommen noch drei Begriffe, zu denen wünsche ich immer Assoziationen. Der erste ist Unabhängigkeit. Hm.
man ist mit Menschen zusammen und deswegen kann man das nur bis zu einem bestimmten Punkt treiben. Kann man, hat sich in meinem Leben jetzt auch nicht so groß verändert. Das ist ja so ein bisschen wie Freiheit. Und Freiheit funktioniert ja auch nur bis dahin, wo sie dann jemand anderem auf die Füße fällt. Und Unabhängigkeit ist natürlich ähnlich. Kinder. Kinder, schönes Thema. Sehr schönes Thema. Endlichkeit. Ja, das gleiche Thema von einer anderen Seite aus betrachtet sozusagen. Gut, dass es sie gibt. Ich danke dir. Die Stammzuschauer werden dich sehen am 13. März in dem schönen Köthen auf dem MGS3-Kongress. Und ja, die Webseite blenden wir jetzt ein. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns wiedersehen werden und wieder unterhalten werden. War sehr schön. Danke dir. Okay. Danke. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Es gibt eine kleine Verlosung. Regenwochen und Riesenrad. Ja. Heißt die. Und das ist auch die CD, die man erhält, wenn man euch auf der Straße trifft. Genau. Die gibt es. Und was muss man dafür machen? In den Kommentaren euren Lieblingsvolksmusiker nennen und der Beste gewinnt. Ich mache mit, Florian Silbereisen. So, ist das ein Volksmusiker? Ich glaube, ich hab den Namen mal gehört. Ich danke euch, meine lieben Abonnenten, und mein nächster Gast ist Sandra Thier, Journalistin, Fernsehmoderatorin, unter anderem bei RTL 2. Das wird spannend. Bis zum nächsten Mal.